Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf Leon Urbex. Heute gibt's eine sehr, sehr geile Location. Und zwar befinde ich mich, wie man im Hintergrund schon erkennen kann, bei der Mason Decker. Und ich würde sagen, schnacken wir nicht lange, suchen wir einen Zugang und gehen hinein. So, ich befinde mich jetzt im Keller, wie man hier sehen kann. Hier war der Zugang und ich würde sagen, gucken wir uns jetzt mal ein bisschen um hier. Und hier sehen wir direkt riesengroße Räume. Das hier ist unter dem Haus und oben ist das eigentliche Wohnhaus. Aber was wir jetzt erstmal suchen, ist der Zugang zur Wohnung. Leute, guckt euch das an. Da wurden einfach zwei Polo, also zwei Volkswagen, aneinander geschweißt. Wahrscheinlich für so ein Derby-Rennen oder so. Also, keine Ahnung, was das hier zu suchen hat. So, die nächste Treppe hat uns zum Dachboden geführt und hier sieht man schon, Dach komplett eingestürzt, aber hier verbergen sich noch Schätze. So, und hier sehen wir noch so Anhänger, die noch relativ neu aussehen. Wenn man hier sieht, sieht auch noch relativ neu aus. Vielleicht wird dieser Teil noch genutzt, man weiß es nicht. So, und hier befindet sich der Innenhof von dem ganzen Gebäudekomplex. Und wir müssen genau dorthin. Bis jetzt noch keinen Zugang gefunden, also weitersuchen. So Leute, jetzt heißt es schneller sein. Ich glaube, ich habe da was gefunden. Und ja, Leute. Wir wurden fündig. Jetzt aber ganz schnell. Guckt euch das an. So, meine lieben Freunde, jetzt heißt es durchs Loch quetschen. Damit beginnt das eigentliche Video. So, direkt am Anfang sehen wir hier eine komplett eingerichtete Küche. Hier steht wirklich noch alles rum. Die Kaffeemaschine, hier noch der Kasten Simon. Geil, wirklich geil. So, nun kommen wir auch schon zu einer Art Wohnzimmer, wo wirklich auch noch alles drin steht. Ist wirklich nochmal eine komplett neue Liga für mich. So was Schönes zu sehen. Und hier steht die Couch vor der Tür. Ich weiß auch nicht, was das soll. Aber wahrscheinlich wurde die Tür einfach nicht mehr genutzt. Oder es ist eine versteckte Schranktür. Was man hier auch noch schön sieht, ist der natürliche Verfall. Überall Schimmel. Natürlich, das kommt, weil hier wird nicht mehr geheizt. Hier kümmert sich halt keiner drum. Deswegen geht das Gebäude langsam und langsam ein. So, sehen wir hier noch einen Raum mit einer riesen Kommode. Wunderschön. Hier steht noch eine alte Kühltruhe und ich würde sagen, schauen wir mal rein. Und natürlich, sie ist leer. So, und hier haben wir das wahrscheinlich ehemalige Eingangstor, wo seit Jahren nicht mehr genutzt wurde, wie man hier anhand der Spinnenweben erkennt. So, und Freunde, würde ich sagen, kommen wir mit zum spannendsten Raum, und zwar dem Essensraum. So, dann haben wir hier noch eine Art Wohnzimmer, so eine, wahrscheinlich so eine Chill-Lounge. Konnte man hier essen, hat man sich dann hier hingesetzt. Werde ich jetzt auch tun, weil das sieht alles noch sehr, sehr geil aus. Ist auch immer noch bequem. Und es ist einfach herrlich, wie wenig Vandalismus hier ist. Es steht alles noch an Ort und Stelle. So stelle ich mir ein Traum-Lost Place vor. Einfach herrlich. So, dann sehen wir hier noch den monströsen Kronleuchter. Wunderschön. Einfach wunderschön. So, und hier sehen wir noch alte Chips,
die seit 2000 abgelaufen sind. Also seit 22 Jahren liegen diese wahrscheinlich hier. Wollt ihr ein Stück? So, jetzt sind wir in der zweiten Etage. Was mir hier als erstes auffällt, noch ein Schlafzimmer, wo man wirklich auch wieder den komplett natürlichen Verfall sieht. Dort kommt schon die Decke runter, weil wahrscheinlich durchs Dach Feuchtigkeit eingedrungen ist. Und der ganze Putz, die ganzen Wände, so langsam lässt alles nach. Und die Uhr schlägt auch seit Jahren nicht mehr. So, wir sind jetzt hier in so einer Art Nebenraum, wo hier noch Regale stehen, wo wahrscheinlich Sachen gelagert wurden. Und was mir hier als erstes nochmal in den Blick fällt, ein alter Fleischwolf. Einfach wunderschön. Hier liegt auch noch alles im Regal. Und hier sieht man, alles verrostet. Der komplette natürliche Verfall. So, dann haben wir hier noch einen Raum mit zwei Betten, wo auch noch die Betten komplett gemacht sind. Keine Ahnung, was das hier gewesen sein konnte. Was für mich den Eindruck macht, das könnte vielleicht so eine Art Hotel gewesen sein, Pension, wo man halt schlafen konnte, weil sonst macht das halt keinen Sinn, warum hier so viele Betten sind und so viele einzelne Wohnzimmer. Deswegen, wenn ihr dazu was in den Kommentaren wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben und wäre ich euch sehr dankbar. So, und wenn wir weitergehen, kommen wir hier in einen ganz besonderen Raum. Auch hier kann man erkennen, dass alles noch fein säuberlich in den Schränken gelagert ist. Hier noch so ein Raum, der ist aber leider leer. War wahrscheinlich auch ein Schlafzimmer wie alles andere. Gucken wir mal nicht in den Schrank, würde ich sagen. Und zwar befindet sich hier ein riesengroßer Aluhai. Also es kommt auf den ganzen Bildern und Videos überhaupt nicht rüber, wie riesig dieser Hai eigentlich ist. Hier nochmal im Vergleich zu mir. Das Ding ist gigantisch und wirklich monströs. So, dann fällt mir hier noch ein Raum auf, wo der Schimmel wirklich seinen Lauf setzt. Und hier noch ein altes Gemälde. Wer weiß, vielleicht war es der Herr, der hier gewohnt hat. Was aber allerdings sehr, sehr traurig ist. Und zwar ein Millionengrab von Bienen, die ja wahrscheinlich nicht mehr rausgefunden haben. Und dann hier qualvoll verendet sind. Traurig. So, Freunde, uns erwartet noch ein Stock und ich würde sagen, wir gehen direkt nach oben. Was mir hier nochmal auffällt, ein schönes Gemälde an der Wand. Aber es scheint ein Dachboden zu sein. Ja, ist ein Dachboden. Aber ich glaube, hier gehe ich nicht weiter, weil hier sieht man schon, dass der Boden eingestürzt ist. Da begebe ich mich jetzt nicht in Gefahr. Hier nur eine kleine Übersicht. Und ich würde sagen, gehen wir noch ein bisschen ins Detail vom eigentlichen Haus. So, ich bin mittlerweile wieder im Untergeschoss und ich würde sagen, nicht lang schnacken. Jetzt gibt es ein paar tolle Bilder mit Musik hinterlegt für euch. Viel Spaß. Thank you.
So, Freunde, setzen wir uns mal gemeinsam auf die Couch und reden mal darüber, wie cool eigentlich diese Location ist. Also ich habe es sehr, sehr genossen. Es war von den Locations, wo ich bisher war, mit das Geilste. Kein Vandalismus, nichts zerstört. Es ist wirklich heftig. Es steht noch alles an Ort und Stelle. Ich finde, so muss das sein. Ein Lost Place, wo man hingeht und sich es auch wirklich anschauen kann. So, Freunde, dann würde ich so langsam mal sagen, war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mir auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Leon Urbex.